Hallo und herzlich willkommen zum Hearthstone Video, zum Booster Opening des neuen Addons, das große Turnier. Und zwar werden wir heute zusammen 50 Booster öffnen. Das sind umgerechnet rund 50 Euro. Ich kaufe die allerdings mit der Ingame-Währung. Dafür habe ich mir hier 5000 Gold angespielt. Und ja, ich werde die gemeinsam jetzt mit euch öffnen. Und ihr könnt dann nachher entscheiden, ob sich das Booster lohnt zu kaufen. Und wie meine Ausbeute ist, das könnt ihr dann entscheiden und sehen. Und ja, ob euch das selbst das Geld wert ist. Wie gesagt, 50 Euro, das ist schon ein Vollpreisspiel für zu haben. Oder ob ihr das mit Ingame-Währungen freischalten wollt. Schreibt mir das auch einfach mal in die Kommentare. Und ja, wir gehen jetzt hier erstmal in den Shop rein. Und klicken hier drauf. Ein Doppelklick. Dann kommt die Anzahl, die wir kaufen wollen. Maximale Anzahl 50. Dann kaufen wir jetzt auch 50. Zack. 5000 Gold. Das schafft nicht jeder. Ist schon mal verrückt. Aber das kaufen wir jetzt. 50 Packs haben wir jetzt gekauft. Jetzt gehen wir auf das Paket öffnen. Und jetzt schauen wir uns zusammen die 50 Päckchen an. Hier sehen wir schon mal, dass es keine häufige Karte ist. So. Gleit einem Dämonen, 3 plus 3, gebt euren Gegner einen Mana-Kristall. Das ist eine typische Sache für einen Hexenmeister. Gar keine Frage. Inspiration, das ist jetzt die neue Form, die es halt gibt. Inspiration bedeutet, wir setzen eine Heldenfähigkeit ein und dadurch wird diese untere Fähigkeit freigeschaltet. Mal gucken, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Wenn es da ganz viele Karten zu geben wird, dann kann das schon richtig mächtig werden, diese ganzen Inspirationskarten. Das ist eine Karte für den Schaman. Hier haben wir eine seltene Karte. Krieger. Und verwandelt einen Ansturm und Verschollenheit plus 1 plus 1. Ich gehe das jetzt schnell durch, weil sonst ist dieses Video endlos lang. Ich klicke die jetzt einfach nur durch. Selten. Bei den seltenen mache ich vielleicht mal eine Ausnahme. Hoffen natürlich auch mal eine legendäre Karte dabei zu haben bei so viel Päckchen. Selten. Selten. So. Päckchen Nummer 4. Eine seltene Karte für die Klasse, für alle Klassen. Hier haben wir Spot für die Jäger, ein neues Geheimnis. Ja, das kann eine sehr, sehr gute Karte für die Paladine werden. Da bin ich mal gespannt, wie diese Karte sich entwickeln wird, weil das Auswirkungen auf diese normalen Rekruten haben wird. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Combo. Oh, eine epische Karte. Ja, diese Karte wird natürlich auch sehr, sehr gut für Magier werden. Zum Glück ist sie nur für eine Klasse, bestimmt nicht für alle, weil sonst könnte sie für die eine oder andere Klasse sehr, sehr mächtig werden. Selten. Eine seltene. Normale Karten. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass die Karte sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut wird, gerade im Priesterdeck, dass man den Priester überhaupt noch dann runterkriegt, wenn er sich jede Runde 4 Lebenspunkte dazu gibt. Das könnte schon sehr, sehr heftig werden. Das sind so die wichtigen Karten aus dem Pack. Ja, wie gesagt, hier in jedem Pack mindestens ist immer eine seltene drin. Das Gute ist, alle Karten, die wir mehr als zweifach haben, können wir nachher gegen Staub eintauschen, damit wir die fehlenden Karten, die wir noch brauchen, uns besorgen können. Wow, legendär! Hier haben wir jetzt eine legendäre Karte bekommen. Euer Held Schaden erleiden würde, erleidet stattdessen dieser Diener den Schaden. Bei alle Klassen.
Ja, kann ganz gut werden. Müssen wir über die Zeit mal beobachten. So. Eine legendäre Karte haben wir schon mal. Dann gehen wir jetzt hier weiter. Noch eine seltene. Das kann auch sehr interessant sein, wenn man viele kleine Diener spielt. Beim Hexenmeister müssen wir mal sehen. Das ist quasi der Level 1, nur etwas größer. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Eine goldene Karte, die bringt mehr beim Entstauben. Ich grundsätzlich gehe aber hin. Ich kaufe alle Karten. Ich mache mal ein bisschen leiser. So. Ich kaufe alle Karten. Ah, noch eine legendäre Karte. Ansturm kostet 1 weniger für jeden befreundeten Piraten. Ja, wenn das Piratendeck mal gut wird. Bis jetzt ist es ja noch nicht so wirklich gut. Selten. 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 Das hat sich mal gelohnt, das Pack. Zwei seltene und eine epische. Ja. Was ich jetzt noch sagen wollte, also wenn ich jetzt eine goldene Karte habe, ich sammle die persönlich alle weiter, bis ich mindestens zwei davon habe, erst dann würde ich die auch entstauben. Das muss aber jeder selber für sich entscheiden. Das kann man ja manuell auswählen. Das wird auch eine richtig gute Karte. 8 Schadenspunkte, aber nur auf Tina einsetzbar. Noch eine epische. Könnte auch sehr gut werden. Alles mit dieser Inspiration. Da können richtig gute, tolle Kombos entstehen. Ich bin mal gespannt, welches Deck sich demnächst durchsetzen wird und ein Metadeck werden wird. Nochmal die Selten, also die ist wohl sehr, sehr häufig dabei. Kriegen wir nachher schön Staub für. Zwei legendäre Karten haben wir, wie gesagt, bis jetzt. Noch eine seltene. Noch eine seltene Karte. Ja. Wie gesagt, muss man da mal gucken, was drauf wird. So. Golden und gewöhnlich. Nochmal eine goldene Karte. Ah, das ist die Karte der Paladine, die ich für sehr, sehr gut befinde. Selten. Selten. Zweimal seltener. Das könnte auch sehr gut werden. Euer Held verursacht 1 mehr Schaden. Ein paar Kombinationen, wo es auch 1 weniger kostet, das kann richtig gut für den Magier werden. Also bis jetzt glaube ich, dass der Magier am meisten profitiert davon, kann ich aber natürlich noch nicht final sagen. So. Noch eine Seltene drin. Die haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt. Hier wiederholt sich auch viele Karten. Es gibt ungefähr 130 Karten. Theoretisch kann ich sie alle kriegen, aber die Chance ist natürlich sehr, sehr gering. Und manche Karten muss man sich dann eben auch entstauben, damit man auf alle Zugriff hat. So. Hatten wir eben schon mal in Golden. Wow, legendär. Noch eine legendäre Karte. Hier weiß ich noch nicht, was ich von dieser Karte halten soll. Könnte ganz gut werden. Mal sehen. So, jetzt haben wir 20 Packs haben wir jetzt geöffnet. Episch. Eine epische. Für jede Karte mit Kampfschrei aus. Nicht schlecht. Selten. Könnte im Kriegerdeck ganz gut werden. Oder im Kriegerdeck da schon ein Kampfschreindeck. Mhm. So. Golden und selten. Golden und selten. Ist auch nicht schlecht. Ja, 8, 5 für 6, 50% anderen anzugreifen. Selten. Ja. Ein Geheimnis im Paladin erneuern.
Das könnte auch sehr, sehr gut für den Priester werden. Um später im Spiel von außen auszuspielen. Selten! Da finde ich, haben auch die Jäger eine sehr, sehr gute neue Karte bekommen. Um eben schnell auf Maske zu setzen. Weil die haben immer viele schwache Einheiten, die schnell das Feld überrumpfen, aber die im späteren Spielverlauf für Support sorgen, fehlt ein. Haben wir die Hälfte hinter uns? Drei legendäre Karten bis jetzt. Selten. 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 Noch eine seltene Karte. Selten. Wir haben ihn auch schon ein paar Mal gehabt. Alles, was wir nachher entstauben können. Und dann kann jeder selber nochmal gucken, welche Karten nachher gut finden. Und die Karten kauft man sich nach. Golden und selten für Krieger auch eine sehr, sehr gute. Ja, es geht 3-3, kriegt sie, wenn man einen Sport hat. Episch! Episch. Fügt eurem Diener einen Schaden zu, wenn ihr diese Karte zieht. Ja. Das ist eher zum Nachteil. Selten. Noch eine seltene Karte. Die kann auch sehr, sehr gut werden. Also, gerade in dieser Kombination, man setzt, kann die Heldenfähigkeit so oft einsetzen, wie man will, oder füge zweimal Schaden zu. Wenn man die drei auf dem Feld hat, dann hat der Gegner eigentlich schon verloren. Dann macht man in jeder Runde 20 Schadenspunkte. Zweimal die gleiche. Nochmal zweimal die gleiche. Hätten wir auch schon mal. So, verrückte Booster, die dabei sind. Von 5 Karten zweimal die gleichen. Episch. Eine epische, die hatten wir auch noch nicht. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob die jetzt so gut ist. Selten. Muss man halt sehen. Vielleicht in einem Ziehdeck könnte es gut werden. Selten. Selten. Ja, schwer zu sagen, wo jetzt am Beispiel die Oberhand liegt, aber. Episch! Episch, ah, hier noch was Schönes für Magier. Kostet nur 1. Fügt 2 Schaden zu. Zauberschadenboni gelten für diese Karte doppelt. Das ist natürlich auch gut, wenn du einen Zauberschaden draußen liegen hast. Dann macht es gleich doppelt so viel Schaden. Ja. Selten. Ganz nett. Hier hatten wir eben schon mal ein Gold. Golden und gewöhnlich. Selten. Im Gegensatz zum letzten Pack sind hier nicht so viele epische Karten, glaube ich, drin. Das letzte Pack, Gnome und Trolle, hat doch sehr oft legendäre Karten, epische Karten gesetzt. Selten. Und hier ist doch mal wieder ein Pack, wo man schnell viele Karten zusammenbekommt. Und ich glaube, wenn man hier 50 Packs holt, hat man eigentlich auch den Großteil zusammen. Selten. Noch eine seltene Karte, die gleiche. Weil man sieht, die Karten wiederholen sich nach der Zeit, kommen einzelne kleine, nochmal neue dazu. Aber ist doch recht überschaubar. Golden und gewöhnlich. Sowas freut man sich dann, sein Deck ein bisschen zu verschönern. Selten. So. Jetzt haben wir 10 Booster. Plus das hier. Selten.
keine Ahnung, hatten wir auch schon mal. Selten. Schön wäre noch eine legendäre Karte. Das wäre noch gut. Zieh zwei Karten, das könnte auch gut bei den Schamanen sein. Eine legendäre, die hatten wir aber schon mal. Brauchen wir jetzt nicht noch mal. Okay, das war auch wieder ein gutes Pack. Eine seltene, eine epische und eine legendäre in einem Pack. Mal Achtung, selten, episch. Man hat oft hier zwei, drei Karten davon drin, von seltenen oder epischen Karten. Das könnte auch sehr, sehr lustig werden. Kann man einen Shadow Priester bauen, wenn schon ein paar mehr Karten, um Gegner auch Schaden zuzufügen. Golden und selten. Den gleichen nochmal. So, noch vier Packs. Selten. Ja, hier haben wir nochmal diese Magierkarte, da haben wir das zweite Mal. Das sind wir da schon mal auf der Seite bei den Magiern schon mal sehr gut bedient. Selten. So. Noch zwei Packs. Selten. Selten. Und das letzte Pack. Selten. So. Damit sind wir jetzt durch. Mit allen Packs. Und ja. Das spiegelt sich so wieder. 37 normale, 9-mal Krieger, 6-mal Hexmeister, 6-mal Schamane, 6-mal Schurke, 6-mal Priester, 6-mal Paladin, 7-mal Magier. 6-mal Jäger und 5-mal Druide, also ich vermute mal, dass irgendwie 6 Karten pro Klasse drin sind und noch eine legendäre. Aber jetzt schauen wir nochmal zum Herstellen. Jetzt gehe ich hier mal hin, die überschüssigen Karten zu entzaubern, weil die brauchen wir eh nicht alle, die mehr als 2-mal da sind. Die legendäre Karte haben wir eine doppelt gezogen, deshalb kriegen wir jetzt hier 400, was sehr, 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 sehr viel ist. An Staub wieder. Damit habe ich jetzt 2705 Pulver und kann mir damit eigentlich jede Karte bauen, weil die ich brauche. Legendäre Karten kosten halt 1600. Da muss man halt gucken, da kann man sich halt nur maximal eine bauen. Aber ich finde, es ist ein sehr interessantes Pack, ein sehr neuer, guter Einstieg. Mal gucken, in einem Jahr denke ich mal, werden erst die nächsten Packs kommen. Und da muss man dann mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Wie gesagt, 50 Euro pro 50 Packs, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, dass es bei diesem Pack nicht nötig ist, 50 Packs zu kaufen, da man sehr viele Karten sehr schnell, sehr häufig bekommt. Deshalb glaube ich, hier reicht es, wenn man sich diese Booster Packs nach der Zeit zusammen erspielt. Wenn man sagt, okay, man möchte sich mehrere Packs doch kaufen, dann empfehle ich doch mal eher das Pack davor noch zu holen, Troll und Goblins, weil dort halt sehr viele epische Karten auch drin sind und die Karten sich auch nicht so sehr häufen. Und als Anfänger sowieso auch die Starterkarten. Ja, das war jetzt soweit das Booster Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut euch auch gerne meine anderen Tutorial-Videos an. Da wird jetzt auch nochmal eins folgen. Und als nächstes werden dann im Bereich Hearthstone
wie gesagt, mal Let's Plays zu Partien kommen. Und auch dann mit den neuen Karten. Auf jeden Fall wünsche ich euch bis dahin viel Spaß beim Spielen bei Hearthstone. Macht's gut.